Die Parabel p hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Die Punkte pn mit den Koordinaten x, 0,5x² plus 4x minus 2 liegen auf der Parabel p. Berechne die Koordinaten des Punktes p3 für x gleich minus 2,5. Diese Punktkoordinaten wollen wir jetzt mit Hilfe des Taschenrechners berechnen. Wir wissen, die Punkte pn liegen auf der Parabel p. Und was für eine Gleichung p hat, ist im Prinzip hier schon angegeben. Man merkt auch, dieser Teil der Parabelgleichung ist genau der gleiche wie die y-Koordinate der Punkte pn. So, wir brauchen, damit wir den Taschenrechner rechnen können, erstmal die Funktionsgleichung. So. Wir müssen darauf achten, dass diese Funktionsgleichung in allgemeiner Form gegeben ist. Also der Form y ist gleich ax² plus bx plus c entspricht. Und das ist hier der Fall. So, dann gehen wir, holen wir uns den Taschenrechner. Und weil wir haben y ist gleich, brauchen wir auch die Taste y ist gleich. Für y1 setzen wir jetzt einfach die Parabelgleichung ein. 0,5x² plus 4x minus 2. Und wir benutzen jetzt die Taste Calculate, also gelb unterlegt, das heißt gelbe Taste zuerst drücken. Und dort die Funktion Value, steht für Wert. Und bestätigen mit Enter. So, jetzt zeichnet uns der Taschenrechner schon den Graphen und er fragt hier nach einem x. Nach einem x-Wert. Jetzt müssen wir wieder in die Aufgabe gucken. Es heißt, wir berechnen die Koordinaten des Punktes P3 für x gleich minus 2,5. Also geben wir an dieser Stelle gleich minus 2,5 ein. Bestätigen noch einmal mit Enter. Und dann gibt uns der Taschenrechner den dazugehörigen y-Wert aus. Und das sind jetzt die Koordinaten des Punktes P3. Müssen wir jetzt nur noch aufschreiben. Also ich benutze die Funktionsgleichung, dann bin ich über Calc und die Funktion Value gegangen. Wichtig ist, was für eine x-Wert habe ich eingesetzt, nämlich x gleich minus 2,5. Und daraus folgt jetzt die Punktkoordinaten für P3, nämlich minus 2,5 und den y-Wert schauen wir nochmal nach, minus 8,875 oder wenn man es rundet 8,88. So, was an dieser Stelle noch wichtig ist, bei der Funktion Value, wenn wir sehr große Werte eingeben, sagen wir mal 1000 und 10.000, könnte es sein, dass ein Error erscheint. Das bedeutet einfach, dass dieser Wert x gleich 10.000 nicht mehr in diesem Graphen drin liegt. Sollte das der Fall sein, einfach auf Zoom, Zoom Out gehen und das so lange wiederholen, bis der Taschenrechner dann diesen Wert findet. Immer noch nicht genug. Das nochmal. Nochmal eins raus. Und jetzt sehen wir, da der Wert schon sehr groß geworden ist, hat es jetzt entsprechend lange gedauert. Aber man muss halt so lange auf Zoom Out gehen, bis der Taschenrechner dann diesen Wert finden kann.